Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Prost Spielen bzw. Durchgequatscht. Es ist tatsächlich der krasseste Mix, den wir jemals hatten. Denn tatsächlich ist es so, dass aktuell sehr viel mehr Mages auf der Top-Lane gespielt werden, vom Prost im Competitive. Gleichzeitig ist das allerdings natürlich ein Thema, was normalerweise eher durchgelacht wäre, muss man sagen, weil Prost Spielen eher sich um einen Champion dreht. Deswegen ist es so ein Mix aus beiden. Ich bin übrigens mega müde. Ich weiß auch nicht, ich habe heute einfach richtig bad geschlafen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal gibt es so Tage, da hast du das Gefühl, du lagst 8 Stunden im Bett und fühlst dich wie nach 2. Ich bitte deswegen den einen oder anderen Sprachfehler vielleicht einfach zu verzeihen heute. Ich werde trotzdem, freue ich mich auf die Folge, denn Cassio ist für mich einer dieser Champions, über die ich länger mal wieder reden wollte. Und diese komplette Toplane-Situation finde ich sehr spannend. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, generell ist es so, dass Mages of the Top Lane natürlich schon immer mal wieder gespielt wurden. Ken, Viktor sind da ganz, ganz klassische Beispiele. Selbst sowas wie Heimerdinger hat immer mal wieder seinen Weg gefunden. Pull? Oh, er hat alle gemutet. Never mind. Dann kann ich natürlich auch nicht mit ihm reden. Aber wer Nein im Namen hat, ist eh mental im Kopf. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Ne? Wer sich mit einer so toxischen Organisation gerne in Verbindung bringt, auch wenn er vielleicht selbst gar nichts davon hält, der hat aus meiner Sicht einfach den Schuss ein wenig verpasst. Ja, und natürlich sind die Top-Leute davon nicht toxic, ne? Und sie wollen vielleicht auch gar nicht, dass das Ganze so toxic wahrgenommen wird, aber die ganze, dadurch, dass das Ganze einfach schon so ausgenutzt wurde von den Leuten, glaube ich, kann man da relativ wenig machen. Diese ganzen Mages sind tatsächlich dann längere Zeit gar nicht mehr so hart in der Meta gewesen, ne? Wurden teilweise allerdings auch runtergenervt. Mittlerweile haben wir sehr, sehr viele Bruiser. Aber jetzt ist es so, dass im Competitive, allen voran in Amerika, also in der Wildcard-Region, ne? Ist es so, dass unglaublich viele Mages Toplane gespielt werden, die klassischerweise eher Midlaner sind. Cassio ist da natürlich noch ein Beispiel, wo man drüber reden kann, aber die schicken wirklich sowas wie Twisted Fate und selbst ein Azir auf die Toplane. Und da muss man ein bisschen drüber quatschen, warum man das denn machen sollte oder warum auch nicht. Habe ich die Q gemisst? Habe ich. Hast du natürlich weh. Schade, wenn ich den Q dann treffe, dann sollte ich ihn killen können. Hier können wir jetzt Topside invaden, das sollte er auch können. Ich habe nämlich auch Prio. Ich will eigentlich nicht moven. Das ist ein bisschen tricky jetzt. Oh, das war teuer. Na gut, der geht Full Ham. Dadurch sollte ich jetzt die Wave durchpushen, damit der Morde, wenn er moved, wenigstens was verliert. Ja, das ist natürlich gar nichts. Ja, du kannst ja nicht so tief reinchasen in dem Moment. Du kannst quasi entweder versuchst du für den ersten Killer irgendwie zu gehen und dann bist du fein, oder du machst es halt nicht, ne? Aber das ist ja auch genau diese Attitude. wir lassen hier trotzdem mal unmuted. Also diese ganzen Mages kommen auf die Top Lane und es ist aus meiner Sicht etwas, was dem Spiel tatsächlich gut tut, weil es ist einfach etwas, wo wieder ein bisschen mehr Varianz reinkommt. Warum kann man sie überhaupt oben hinspielen? Weil oben tatsächlich mittlerweile auch ganz oft Mages einfach outsourced werden. Es ist eher so, dass du unbedingt ein Matchup haben willst und dadurch die anderen auf eine andere Lane gehen. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel, du gehst für eine Irelia und für einen Azir. Und die Gegner picken Renekton. Da will der Renekton unbedingt gegen die Irelia. Jetzt weißt du allerdings, da entsteht so ein kleines Mindgame, was im Endeffekt dazu führen kann, dass der sie einfach auf der Toplane endet. Der Bordercaster, der jetzt den frühen Kill hat, ist natürlich sehr unangenehm. Aber was mein Vorteil ist, also später sein wird, aktuell habe ich die Tier ja noch nicht, aber ab dem Moment, wo ich die Tier habe, ist, dass viele dieser Mages eine lange Lane gar nicht unbedingt schlimm finden. Gerade Cassio ist da mit Abstand das beste Beispiel für, die einfach sagt, okay, eine lange Lane kann ich auf jeden Fall mitarbeiten, weil ich die Gegner downchasen kann. Deswegen gehe ich zum Beispiel auch auf Toplane Cassio viel lieber Face Rush, als ich auf Mitte Cassio gehe, wo ich tatsächlich, ich bin nicht der große Fan von Face Rush. Ich finde es eher weak. Weiß nicht, ob der mich hier fighten kann oder will. Wollen scheinbar auf jeden Fall. Habe mich ein bisschen überrascht. Ich dachte tatsächlich, ich könnte killen. Gute Pings aber auf jeden Fall. Du musst jetzt hier einmal den Ward drüber stellen, um zu gucken, ob der Kha'Zix vielleicht sneaky für einen Dive gehen will. Ist eine große Wave. Das heißt natürlich auch, dass es für mich hier sehr unangenehm wäre, wenn ich sterben würde. Ich brauche den Movement Speed. Get fucked!
Eieieiei, das war geil, ganz schön close. Ich hatte da nur noch Mana für ein Spell. Musste mich dementsprechend entscheiden, wofür ich gehen will. Und habe mich für den Q entschieden, um halt über den Movement Speed nochmal ein Spell rauszukriegen. Okay, da gehe ich auf jeden Fall jetzt Base. Eieiei, das war ganz schön knackig. Auch ganz schön close. Ich glaube nicht, dass der hier hinkommt. Das wäre ein bisschen sehr, sehr, sehr krass. Wir wollen natürlich die hier jetzt auch relativ schnell ausbauen, aber weißt du was? Wir gönnen uns zur Feier des Tages einfach nur mal ein schönes Darkseal. Ne? Für dich habe ich mir verdient. Gibt auch nochmal Mana, ist auf Cassio gar nicht so bad. Ich hätte wahrscheinlich instant basen sollen. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass er kein TP mehr hat. Aber der hatte ja noch TP. Das ist natürlich eher nichts. Ich denke nicht, dass der Kha'Zix jetzt unbedingt Bock hat, nochmal hochzukommen. Sehr wichtig übrigens auch den Ward, den ich da gesetzt hatte. Ich glaube nicht, dass der das hier will. Ah, die Wind Wave ist so groß, die ich da oben gerade währenddessen verpasse. Aber der Pink gibt mir sehr viel. Ah, es ist jetzt immer ein bisschen tricky, weil er halt unterm Turm steht, ne? Die Ganks ab jetzt natürlich auch nicht mehr möglich gegen den Morde. Oder zumindest nicht mehr sinnvoll möglich. Aber dadurch, dass ich jetzt die Tier habe, habe ich halt echt viel Mana und kann hier wirklich viel Blödsinn machen. Allerdings vergesse ich ab und zu einfach zu lasten, weil ich so gerne poke. Oh, ich habe ihn gemisst. What the fuck? How did that happen? Oh, nochmal. Das wird natürlich schon ein bisschen tricky. Wir hauen ja unsere Skillshots allerdings beide einfach komplett ins Nirvana. Das ist natürlich jetzt eine angenehme Situation für mich eher. Aber so angenehm ist das gar nicht. What the fuck, ey? Holy shit, ey. Der ist echt gut tanky. Ich kann halt den seine Passive da drin so schlecht outrunnen. Ah, vielleicht hätte ich MR mitnehmen sollen. Nicht noch, also ich habe MR in den Runen, aber nochmal extra MR. Wäre wahrscheinlich sick gewesen, ne? Aber ein bisschen vercheckt, dass der ja trotzdem einen Kill hat. Also der ist ja gar nicht so behind. Die Ult von mir war auch nicht gut, weil ich nicht Instant Cure hatte. Wenn ich ihn auf dem Weg geultet hätte, wäre es fein gewesen auf meinem Miasma. So bin ich jetzt 15 CS behind, ne? Das ist halt alles nicht schön. Also diese Kutte hier nimmt so viel Damage raus. Wofür muss ich gehen? Hier Reduction vielleicht? Kann ich schwer, ne? MR fällt mir auch schwer. Magic Pen ist quasi gar nicht drin, weil ich ja keine Magic Pen Boots gehen kann. Deswegen ist auch hier Reduction recht unattraktiv für mich. Na, ist schwer, ey. Ich glaube, ich muss ihn einfach noch länger vorher in den kurzen Trades halten. Ich habe auch nicht gedacht, dass er mich da noch turnen kann. Aber ich stand auch zu nah an ihm ran, ne? Diese Passive Range habe ich noch nicht so ganz drauf. Warum die da so gigantisch groß ist. Ja, und Mages auf der Toplane haben natürlich in den meisten Fällen den Vorteil, dass sie irgendwann ziemlich hart scalen. Da werden diese ganzen Bruiser und auch Tanks teilweise natürlich irgendwann einfach abfallen. Es ist bei Mages so, dass du allein wegen den möglichen Rabadons, allein die Option zu haben, quasi deine Stats einfach multiplyen zu können, du einen riesen Vorteil hast. Das ist wirklich was Feines. Muss ich hier aber wirklich CS nach CS. Er ist ein bisschen greedy gerade. Vielleicht kann ich ihn dafür sogar punishen. Nicht so wirklich, ne? Er hat jetzt halt auch noch Mercs. Er ist ja Full-Tank-Mordekaiser hier. Aber muss er wahrscheinlich auch gehen. Aber ich kann ihn trotzdem versuchen, hier bestmöglich eben zu poken. Da wird es natürlich jetzt schwer mit dem Outplay. Das ist wirklich schwer. Ja Leute, das wird eher was für einen Zweitkanal, ne? Ich bin einfach zu müde, um was für einen Hauptkanal aufzunehmen. So Tage, da bin ich einfach so... Puh. Bin ich so durch.
Dass mir auch schwerfällt, währenddessen halt die ganze Zeit was zu reden. Uff. Ja, das ist auf jeden Fall sofort am Start. Der Nine-Boy hat mal wieder gelogen. Ich denke, wir können hier die Camps machen. Kostet relativ viel Mana, muss man sagen, aber sollte eigentlich fein sein. Wenn man die Frage, wie viele Es muss man benutzen. Ich glaube, ich kann das nicht mehr wirklich lane, ne? Ist eigentlich schade, nach dem 2-0. Mir schon gewünscht, dass das ein bisschen anders ist. Aber das habe ich halt einfach selbst misplayed. Ich hätte einfach mehr holen sollen statt dem Darkseal und dann wäre ich fein gewesen. Weil so viel Gold hatte ich wahrscheinlich gar nicht. Jetzt sogar nochmal mehr geholt. Aber ich meine, das funktioniert, ne? Mordor hat so viel Base Damage. Das quasi fein ist. Ich werde trotzdem outscalen. Ist nicht so schlimm. Also, ich muss halt jetzt nur relativ schnell auf den Void Stuff. Was mein Itembild halt ein bisschen unattraktiver macht. Aber sobald ich den hitte, ist halt eh over. Ein bisschen weird, dass unser Jungler quasi so viele Probleme hat. Obwohl ich den Kha'Zix so früh gekillt habe. Achso, er ist ja noch früher gestorben mit dir. Ist ja für den Suicide Invade gegangen. Ich könnte runter TP'en, aber es macht hier keinen Sinn, weil wir in dem Moment eh schon unten eine Unterzahl haben. Dadurch, dass die vorher gecatcht wurden. Das ist ein Free Drake. Deswegen muss der Mordor übrigens auch nicht runterrennen. Dass er runterrennt, gibt mir hier ein Free Plating. Vielleicht sogar noch eins. Ja, war das immer noch unten. For some reason. Der wird jetzt recoilen. Ach, wir haben eine Zyra mit, oder was? Der ist natürlich jetzt nicht so supi. Ich würde die Miniwave gerne noch hier farmen, aber ich glaube, der Mordor, der wird da was dagegen haben. Oh, what the fuck? Wie komme ich denn jetzt hier raus? Aber nicht der klügste Flash des Tages. Hätte zur Knallpflanze flashen sollen und damit dann rüber. Das wäre gut gewesen. Oh, ja, der Adept Fame, der ist halt jetzt ready, ne? Ist leider gegen unser Team auch sehr, sehr gut. Ich glaube, ich könnte es carryen, wenn ich. Ich hätte swappen sollen. Corki hat ein relativ schlechtes Matchup gegen Cassio und ich bin halt tausendmal besser als die Zyra. Auf Mages. Also, gehe ich jetzt mal von außen, ne? Ist ja auch irgendwo mein Smurf. Sollte ja irgendwo auch besser sein als der Durchschnittsspieler hier. Und ich glaube, damit hätten wir eine bessere Chance. Oh, shit. Ja, der TP ist Gott sei Dank wenigstens nutzlos, weil ich so oder so gestorben wäre. Dass der so fast ist, ist halt ein fucking Joke, ey. Ich muss sagen, Face Rush spüre ich gar nicht. Ich habe vor allem Face Rush und die Rune drin. Er ist echt schwer. Spüre ich wenig von. Ist aber wahrscheinlich trotzdem worth. Face Rush zu gehen. Ansonsten würde ich Komet gehen. Aber woher kriegt er sein Movement Speed? Er ist echt flott unterwegs, aber er hat halt auch einfach früh die Boots geholt. Wahrscheinlich ist das schon genug gewesen. Er hat auch kein TP mehr. Das Game ist ziemlich lost. Ich meine, ich kann weiter den Morde facen gehen, aber wir haben kein Value, den wir daraus ziehen. Ich würde jetzt. Uff.
Ich weiß wirklich nicht, wie ich den karten soll, den Boy. So nicht. Ja, ich hätte den Kha'Zix da gekillt, wenn ich quasi den vor dem ersten, vor meiner Ultimate, mein erstes Q danach. Das war sehr gut gewesen. Okay, so ein dummes Design. Glaube ich, kein Champion liegt, den ich schlechter Design finde. Ja, wir haben leider nicht das Late. Also, ich habe das Late Game, aber unser Team hat nicht das Late Game. Das Ding vom Mecha. Sehr gut vom Thresh in Theory. Der Pax ist da niemand gekommen. Oh lol. Also, wir hatten den Blue Buff noch gefinisht, der Mord oder was? Jetzt gar nicht unbedingt erwartet, dass sie da nochmal für reingehen. Da hätte ich Botlane gehen sollen, dadurch habe ich jetzt hier unten eine Wave gemisst. Das ist natürlich jetzt nicht so das Ding. Ja, ich denke, also man kann ja mittlerweile den E-Buff fahren bei Cassio, was ganz nett ist. Ein kleiner Buff gewesen. Mich das so viel Unterschied macht. Muss übrigens sagen, dass ich seit ich Tier 4 bin auf dem Account, ich habe ja aus Versehen meine Promo gewonnen. Also, ich habe einfach irgendwann habe ich genug Games gewonnen. Werde ich viel öfter erkannt und runtergerannt oder gigahart gegankt oder sonst was. Nicht, dass der Kha'Zix das jetzt hier gemacht hätte, aber ist durchaus ein bisschen anstrengend. Finde ich ein bisschen weird. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass es auf Lorea Elo eher passieren sollte. Ah, mein Enemy Jungler down. Da kann man schon mal für einen Drake gehen. Ich meine, wir haben Überzahl und ich habe mir erstmal auf der Sivir. Da hatte ich ein bisschen mehr erwartet. Vielleicht habe ich aber auch overextended da. Gehe jetzt hier ein bisschen reckless an die Sache ran. Aber ich meine, wenn Heka da die Ult quasi setzt, wenn ich die Sieger falte, wäre das schon geil gewesen. Ne? Ja, es sind halt super close Situationen, da kann man die wenig für blamen. Ich glaube, wenn Thresh für einen Auto-Attack geht, statt für seine Ult, kriegt er da sogar den Kill. Aber ist halt schwer zu timen. Cookie, sehr cookie. Oi. Der Astro hat ja noch gar nichts. Jetzt Face Rush geprockt, Gott sei Dank. Oh, das ist schon schwer zu spielen, ne? Ich glaube, ich könnte das ein bisschen aggressiver spielen, wäre dann fein. Ich habe überlegt, noch zu flashen, aber das schien mir nicht worth. Ich hätte gerne den Förder da Contest. Ich glaube, es war auch absolut möglich. Vestry ist leider Toplane gegangen. Was natürlich einen Ticken schwerer macht. Ah. Generell jetzt nicht so unbedingt giga einfach, die Fight zu nehmen. Meiner Thresh hat seine Mechanics auf jeden Fall am Start. Aber ist die Frage, ob das so langfristig hier reichen wird. Und der Rest des Teams wirkt jetzt auch noch nicht so mega motiviert, hier die ganze Zeit durchzuflitzen. Ich habe jetzt mal einen Void Staff. Das heißt, wenn ich ein bisschen Glück habe und den Fight gut treffe, kann ich Morde jetzt fighten. Ne? Aber holy crap. Wenn der Leandris gleich fertig hat, dann ist halt Holland offen, ey. Das macht mehr Sinn, dass ich da hingehe mit meinem TP.
Morde kann mich natürlich trotzdem immer noch hart rauspressern und alles, aber wenn ich einen perfekten Fight finde, dann gibt es jetzt Möglichkeiten zurückzuschlagen. Aber in seiner Ult, das ist halt immer noch so schwer. Normalerweise sollte ich übrigens erst die Wave da unten durchpushen. Denke mal, die Gegner sind dann Nash, ne? Schauen wir nicht. Sehr gut für uns. Unser Team wird das jetzt scheinbar fighten. Das ist nicht so gut für uns. Die sind alle tot. Die haben nicht gesehen, dass da noch mehr kommen. Ja, das ist durchaus unangenehm. Dass mein Burst aber noch nicht reicht. Ist halt schon tricky. Ja, das hier ist so der typische L9-Spieler. Und jetzt muss ich halt jeden deutschen Pro fragen, ist es das, was du gerne nach außen trägst? Ich meine, mir ist klar, dass die nicht so sind. Und mir ist auch klar, dass die als erstes bei L9 dabei waren, auch nicht so sind. Aber, oder nicht mehr so sind. Aber ist es das, womit ihr euch identifizieren wollt? Dieser Non-Stop-Trash-Talk, dieses komplette Bullshit-Gelaber. Ist es das? Seht ihr euch da? Ich würde mich da nicht sehen. So, vielleicht können wir hier nochmal... zumindest ein bisschen Farm mitnehmen. Ich muss sagen, den Mord habe ich jetzt schon länger nicht mehr gefaced. Ich hatte jetzt mehrere Situationen, wo ich einen Gegner im Busch gefacecheckt habe, also er mich gefacecheckt hat und ich den Kill trotzdem nicht forcen konnte. Oh oh. Okay, that worked out. Könnte jetzt auch für den Ludens gehen, aber das hilft mir nicht. Ich glaube, ich sollte tatsächlich Haunting Guys gehen, um den Morde tatsächlich noch mehr pressern zu können. In den längeren Fights. Ich könnte ja natürlich auch Richtung Rabadons gehen, wenn ich eben diese One-Shot-Situations öfter haben wollen würde. Sehr geehrter Herr Kirim, Sie sind deutlich schneller als der Rest von uns. Wir werden da nicht folgen können. Ist jetzt immer wieder gelungen, ein bisschen Farm ranzuholen, wenigstens. Interessanter ist Reload. Ich will hier nicht ulten. Hätte hier allerdings vielleicht ulten sollen. Ach komm. Treff doch einfach irgendeinen Hook. Och man, das ist eigentlich das so schön, ne? Das ist die 2 bei der Ultimate auf Corki Morde. Beide low. Davor war es ein schönes Miasma auf Kha'Zix. Ich hätte den Kha'Zix ulten müssen wahrscheinlich, damit wir einfach den einen Free Kill kriegen. Dann wären alle Samson alles für den Play investiert, aber mir wieder mal nicht helfen wollen, ne? Ah, 8-mal gestorben, ist jetzt schon super bad. Vor allem nach diesem ersten Play. Also, wo ich quasi 2-0 nach dem Gank stehe, ist das natürlich schon ärgerlich. Ich hätte hinten rein tippen sollen. Die. Das können wir dafür nehmen. Ich auf jeden Fall für den Drake. Nach der Wave hier. Der Esri könnte mir helfen, aber ich glaube nicht unbedingt, dass es machen wird. Das war natürlich jetzt super gut, ne? Also, sehr schön gemacht von meinem Team.
Wir haben jetzt nicht unbedingt das Late Game auf unserer Seite, aber wenn die uns diven zum Beispiel, ist halt auch eine Zyra tatsächlich ziemlich nützlich. Kaum zu glauben. Aber wahr. Der stirbt schon wieder. Komm hier rein, mein Junge. No! Warum denn? Ja, das ist halt so sad. Der Unterschied kommt halt leider erst so spät. Also, so erst ab so high Elo. Der First Player wissen, was der da machen muss. Das, was sie machen, ist quasi, er hookt und dann flayt er sie wieder rein. So, aber das wird der halt niemals raffen. Eieiei. Ja, ich meine, seine Sichtart geht auch. Ich kann auch einfach mit meinem Damage warten. Und gucken, was der macht und dann dafür gehen. Wenn die Situation nochmal kommt, würde ich sogar so spielen. Es ist zwar der schlechte Play, aber es ist der hier funktionieren würde. It's a bit sad, but it's true. For some reason wurde ich nicht aufgedeckt, ne? Relativ close. Morde kann ich immer noch nicht fighten, aber es wird auf jeden Fall closer. Ich glaube, ab jetzt sollte es auf jeden Fall schon mal halbwegs gut ausgehen. Das Ding ist ja, ihr heilt halt wirklich sehr, sehr viel da irgendwie wieder raus und ich mache nicht genug Damage dafür. Und ich kann ihn nicht effektiv genug halten, dafür ist dieses Gebiet, wo ich eingeschlossen werde, einfach zu klein. Oder? Ja. Oh, what the fuck? Den 1000er-Crit gesehen? Das tat gerade gut weh. Ah, ich hatte noch Mana-Barriere ab. Ich wollte da über die Wand flashen und ich dachte, ich kann es vorher überleben, aber ich meine, gegen den Corki mit 3 Items sollte ich da nicht greenen. Da muss ich einfach instant mein Item einsetzen. Shit, ey. Das war eigentlich ein guter Play, ne? Wir kriegen die Sivir und nur Hika stirbt. Und wir hätten auch noch Yumi haben können. Bit too much. Ach, probier's doch einfach nicht. So, was soll da passieren? So unwahrscheinlich, dass er den stiehlt oder wird einfach nur sterben. So, das ist halt. Ja. Er hat sogar einen Kha'Zix Flash bekommen, das ist sogar irgendwo worth. Bisschen weird. Wir sollten jetzt dafür gehen. Das heißt, TK kommt aus der Base und dann müssen wir fighten. Na gut. Oder das Ding ist einfach schon vorher durch. Holy crap, Mann. Ja. Ja gut, schade. Ne? Aber auch kein gutes Game von mir. Aber trotzdem mal wieder mehr Leak-Content auf dem Zweitkanal, denn King of Spandau, wenn das kommt, hatte ich keine King of Spandau-Folge mehr. Das heißt, ich habe quasi die Gameplay for free bekommen. Schaut euch das nächste Mal wieder ein auf dem Zweitkanal, wenn ich nicht ganz so müde bin und hoffentlich besser performe. Und vielleicht gibt es die Durchgequatsch-Folge tatsächlich schon auf dem Hauptkanal. Da findet ihr alle Informationen. GG. WP.